sprechen wir jetzt über die Erbschaft des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Als der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam verstarb, hat er einige persönliche Gegenstände hinterlassen. Kleidung, Reittiere, zum Beispiel ein weißes Maultier, es hieß Duldul, und ein Grundstück. Und zu Lebzeiten des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam berichtete er, dass das, was er hinterlässt, als Spende zählt. Das, was er hinterlässt, zählt nach seinem Versterben als Spende, von der die Muslime Nutzen ziehen dürfen, so wie der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam bestimmt hat. Liebe Brüder und Schwestern, die Propheten haben ihr Vermögen nicht vererbt. Der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam sagte: وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Das bedeutet, die Propheten haben keine Gold- oder Silbermünzen vererbt. Die Propheten haben kein Vermögen vererbt. إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ. Jedoch vererbten sie das islamische Wissen. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Wer sich daran hält, der hat viel Erfolg. Wer sich am islamischen Wissen hält, der hat sehr viel Erfolg im Diesseits und im Jenseits. Aisha, möge Allah ihr gnädig sein, unsere Mutter, die Mutter der Gläubigen, erzählte, dass der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam verstorben ist und sie hatte nur etwas Gerste im Regal. Sie erzählte, als der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam verstarb, hatte ich nur etwas Gerste im Regal. Das bedeutet, der Prophet alayhi salatu wassalam, wie viel hat er an Nahrung hinterlassen? Sie sagte, etwas Gerste hatte sie im Regal. Subhanallah. Vor seinem Versterben hat der Prophet Muhammad alayhi salatu wassalam eines seiner Gegenstände bei einem Nicht-Muslim als Pfand hinterlassen. Der Prophet alayhi salatu wassalam kaufte bei diesem Nicht-Muslim damit etwas zu essen. Er hat es nicht sofort bezahlt, sondern er hat Schulden gemacht. Er hat aber einen Gegenstand als Pfand bei ihm hinterlassen. Für den Fall, dass der Prophet die Schulden nicht begleichen kann, dass dieser Gegenstand dann verkauft wird und damit werden die Schulden beglichen. Das nennt man Rohen. Also ein Wertgegenstand wird als Absicherung von Schulden eingesetzt, um damit die Schulden zu begleichen, wenn man sie nicht zurückzahlen kann. Der Prophet alayhi salatu wassalam verstarb und hatte diese Schulden bei diesem Nichtmuslim. Sallallahu alayhi wasallam. Nach dem Versterben des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam und nachdem Abu Bakr zum Kalifen der Muslime ernannt wurde, ging Fatima, möge Allah ihr gnädig sein, die Tochter des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam, sie ging zu Abu Bakr und sprach ihn auf die Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad an. Sie fragte ihn nach der Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad, weil sie davon nichts bekommen hat. Sie fragte Abu Bakr, wer beerbt dich? Das heißt, wer bekommt deine Hinterlassenschaft, wenn du stirbst? Abu Bakr sagte, meine Frau und meine Kinder. Sie fragte ihn dann, was ist dann mit mir? Wieso beerbe ich meinen Vater nicht? Wieso bekomme ich nichts von der Hinterlassenschaft meines Vaters? Sie hatte zuvor nicht gehört, dass die Propheten nicht vererben. Er sagte ihr dann, ich hörte, wie der Gesandte von Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, La nuras. Das bedeutet, wir werden nicht beerbt. Das heißt, die Propheten vererben kein Vermögen, sondern das, was sie hinterlassen, zählt als Spende. Und was sie in Wirklichkeit vererben, ist das islamische Wissen. Also der Besitz eines Propheten wird zur Spende. Und diese Aussage hat nicht nur Abu Bakr von unserem Propheten Muhammad gehört, sondern auch andere Gefährte.
Das hat er ihr dann gesagt. Er sagte: "Walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uluh." Das heißt, aber ich werde für diejenigen sorgen, für die der Prophet Muhammad gesorgt hat. Das bedeutet, das wird weiter bestehen und das wird nicht abgebrochen. Abu Bakr hat sie mit diesen Worten überzeugt. Das bedeutet, du bekommst von der Hinterlassenschaft deines Vaters nichts, denn die Propheten vererben nicht, vererben kein Vermögen, aber ich werde die Personen weiterhin unterstützen und für sie sorgen, für die der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam zu Lebzeiten gesorgt hat. Sie sagte ihm dann: "Wenn du dies vom Propheten gehört hast, dann mache ich dir keine Vorwürfe." Das wurde überliefert von Imam Ahmad und Abu Dawud und anderen. Danach hat sie Abu Bakr nicht mehr auf die Aufteilung der Hinterlassenschaft angesprochen. Er hat sie überzeugt. Dann sprach sie ihn aber auf Ardu Fadak an, ein Grundstück in einer Ortschaft namens Fadak. Sie sagte ihm, dass dies nicht zur Erbschaft, nicht zur Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad gehört. Sie erzählte ihm, dass der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam ihr dieses Grundstück Ardu Fadak vor seinem Versterben geschenkt hat. Also sie möchte, dass er ihr dieses Grundstück übergibt. Abu Bakr, möge Allah ihm gnädig sein, hielt sich an die islamischen Gesetze. Er sagte ihr: "Davon wissen wir nichts." Also er weiß davon nicht. Und er fragte sie: "Wer bezeugt dies? Wer sind deine Zeugen dafür?" Das bedeutet, auch wenn ich dir glaube und dich nicht der Lüge bezichtige, brauche ich einen Beweis dafür. Das ist die Hinterlassenschaft des besten Menschen. Und davon kann der geehrte Abu Bakr nicht irgendwie etwas abgeben. Sie sagte: "Ali und Ummu Ayman." Also diese zwei wissen davon und sind meine Zeugen dafür, dass der Prophet, also ihr Vater, vor seinem Versterben ihr Ardu Fadak übergeben hat, geschenkt hat. Abu Bakr radiyallahu anhu war sehr wissend und kam dann zum Urteil, dass dies nicht als Beweis ausreicht. In so einem Fall reicht es nicht aus, wenn die Zeugen ein Mann und eine Frau sind. Es sind zwei Zeugen, aber es sind ein Mann und eine Frau und das genügt nicht. Auch wenn die beiden sehr hohe Ränge haben, das reicht nicht. Die islamischen Regeln gelten für alle, auch für den Propheten Muhammad und für alle anderen auch. Fatima ging dann. Und in ihrem Herzen befand sich Trauer, weil sie sich sicher war, dass dieses Grundstück ihr gehört und der Prophet Muhammad alaihi salatu wassalam es ihr zu Lebzeiten geschenkt hat. Aber ihr Beweis reichte nicht aus. Liebe Brüder und Schwestern, die muslimischen Verwandten des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam, wie Zayd ibn Ali, stimmten dem Urteil von Abu Bakr zu. Was deutet darauf hin? Was darauf hindeutet, dass das Urteil von Abu Bakr kein Unrecht war, gehört, dass dieses Urteil von Ali nicht verändert wurde, als er der Kalif der Muslime war. Wäre dieses Urteil von Abu Bakr Unrecht, dann hätte Ali dieses später, als er der Kalif der Muslime war, geändert. Hat er aber nicht. Das deutet darauf hin, dass Abu Bakr richtig geurteilt hat und dass sein Urteil kein Unrecht gegenüber Fatima war. Die Umayyaden-Herrschaft, als sie zu Ende ging, übernahmen die Abbasiden, also die Abbasiyun, übernahmen die Herrschaft. Das waren Verwandte des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam und Cousins des Propheten Muhammad väterlicherseits. Der erste Herrscher von ihnen war jemand, der Abul Abbas hieß. Er war bekannt als As-Saffah. Einer von den Nachkommen von Fatima ging zu ihm. Irgendwann später, nach Ali auch. Und dieser von den Nachkommen von Fatima hatte ein Mushaf in der Hand und ging zu diesem Abul Abbas As-Saffah. Er sagte ihm:
Ich möchte mein Recht haben, dass dieses Buch erwähnt. Er fragte ihn, welches Recht? Er sagte, das Grundstück von Fadak. Er fragte, von wem denn? Er sagte, von Abu Bakr. Er fragte, hat Abu Bakr dir dein Recht nicht gegeben? Er sagte, nein. Er fragte, wer hat die Herrschaft nach Abu Bakr übernommen? Er sagte, Umar. Er fragte ihn, hat Umar dir dein Recht nicht gegeben? Er sagte, nein. Er fragte ihn, wer hat die Herrschaft nach Umar übernommen? Er sagte, Osman. Er fragte ihn, hat Osman dir dein Recht nicht gegeben? Er sagte, nein. Er fragte ihn, wer hat die Herrschaft nach Osman übernommen? Dann schwieg der Mann. Dieser, der nach dem Grundstück von Fadak verlangte, schwieg dann. Das bedeutet, wenn du Abu Bakr tadelst, weil er euch das Grundstück von Fadak nicht gegeben hat, dann wäre ja Ali auch getadelt, weil er euch das Grundstück nicht übergeben hat. Der Mann ging und wusste, dass er im Unrecht war. Also, liebe Brüder und Schwestern, Fazit ist, Abu Bakr hat Fatima kein Unrecht getan. Sie hat danach kein schlechtes Wort über Abu Bakr gesagt. Was passiert war, ist, dass sie nicht gehört hat, dass die Propheten kein Vermögen vererben. Das hatte sie nicht gehört, sondern das erste Mal hat sie davon gehört, als Abu Bakr ihr das bestätigt hat und erzählt hat. Danach hat sie das Thema nicht mehr angesprochen. Und was das Grundstück von Fadak betrifft, sie sagte, dass es ihr gehört, aber das Urteil von Abu Bakr war, dass die Zeugen, die sie genannt hat, dafür nicht ausreichen. Deswegen hat Abu Bakr ihr das Grundstück von Fadak nicht übergeben. Sie war traurig. Traurig darüber, dass es ihr nicht übergeben wurde. Denn der Prophet ﷺ hat es ihr zu Lebzeiten geschenkt. Aber das Urteil von Abu Bakr war das richtige Urteil. Sie und Ali und Ibn Abbas und die anderen muslimischen Angehörigen des Propheten Muhammad ﷺ, die zu den vorausgegangenen Ersten gehören, haben ihn dafür nicht getadelt und haben ihn dafür nicht kritisiert. Das hat nicht zur Feindschaft zwischen ihnen geführt. Das hat auch nicht zum Streit zwischen ihnen geführt. Und auch nicht dazu, dass sie sich dann danach beschimpft haben und gestritten haben und gezankt haben. Nein, sie haben sich danach auch weiterhin geliebt. Und sie werden sich im Jenseits auch lieben. Und sie werden im Paradies mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Einige verstehen diese Angelegenheit nicht und sprechen schlecht über Abu Bakr. Sie machen das aber zu Unrecht. Abu Bakr hat Fatima kein Unrecht getan, als er ihr nichts von der Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad gegeben hat. Er hat dem Onkel des Propheten Muhammad alaihi salatu wasalam auch nichts als Erbschaft von der Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad gegeben. Er hat seine eigenen Tochter, also Aisha, die die Ehefrau des Propheten Muhammad war, nichts von der Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad als Erbschaft gegeben. Denn sie hätte einen Anteil an der Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad gehabt, wenn der Prophet Muhammad Vermögen vererbt hätte. Also, liebe Brüder und Schwestern, die Propheten haben keine Gold- oder Silbermünzen vererbt. Das heißt, sie haben kein Vermögen vererbt. Was sie vererbt haben, ist das islamische Wissen, und wer sich dran hält, der hat sehr viel Erfolg in dieser Welt und im Jenseits. Von der Hinterlassenschaft des Propheten Muhammad alaihi salatu wassalam haben die Ehefrauen des Propheten das bekommen, was ihnen zum Unterhalt reicht. Wenn jemand fragt, warum, es war ihnen verboten, nach dem Propheten Muhammad zu heiraten. Deswegen haben sie von dem, was der Prophet hinterlassen hat, etwas bekommen, was als Unterhalt diente. Der Prophet ist verstorben und er hat für sie gesorgt. Wer sorgt jetzt für sie? Sie dürfen nach dem Tod des Propheten nicht heiraten. Also wurde ihnen davon ein Anteil gegeben. Und dies galt bis zu ihrem Tod. Und der Kalif nach dem Propheten bekam auch von der Hinterlassenschaft einen Anteil, was für ihn ausreichend ist. Erstmal bis hierhin, inshallah. Beim nächsten Mal sprechen wir über
Das Erblicken des Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam im Traum. Seid dabei, inshallah. Wir treffen uns am Sonntag wieder um 20 Uhr. Seid dabei, ladet andere ein. Bis dahin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.